Damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem kleinen Unboxing. Ja, diese Woche, dieses Wochenende am 9.5. war der, wenn ich mich nicht ganz irre, 6. Comic Day. Ich muss hier gleich zum Anfang mal sagen, ich lese zwar normalerweise keine Comics, aber wenn es was kostenlos gibt, dann bin ich natürlich immer dabei. Und um jetzt kurz zu erklären, was dieser schöne Tag ist, es ist irgendwie so ein Abbild von einem amerikanischen Tag, wo es ebenfalls der halt irgendwie auch Comic Day halt heißt. Und das Prinzip ist eben, dass man hier versucht eben ein paar vielleicht Laien, wie so mich auch, anzuwerben hier mit Comics und denen halt dann hier ein paar Leseproben von Comics schenkt. Und genau das ist auch passiert. Ja, ich habe hier einiges dabei und wir schauen uns, würde ich einfach mal sagen, hier so alles an, was ich hier so Schönes bekommen habe. Einiges haben wir und ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier an. Um nur zu sagen, wo ich war, weil der Laden zu empfehlen war. Einmal beim Hogan Dubel, da gab es das natürlich, und bei einem Comicladen, auch zum ersten Mal, dass ich da drin war, namens Comic Company. Nur so, wer das in München kennt, sollte da hingehen, war ganz nett, und da haben sie mir sogar Bonushefte geschenkt. Hier gab es zum Beispiel ein Batman-Bonusheft mit 75 Jahren Batman. So, den kenn sogar ich. Hier der dunkle Ritter mit ein paar Leseproben von älteren und auch hier dann später haben wir dann von neueren Batman-Geschichten hier. Ein ganz nettes Bonusheft hier, was mir gut gefallen war und was auch von dem Laden halt speziell war und jetzt nicht von anderen Läden. Also beim Hugendubel hat man sowas nicht bekommen. Jeder Laden hat eben teilweise halt so ein paar Sachen geschenkt. Und dieses schöne Heftchen fand ich ganz nett. Habe ich sogar zwei bekommen. Fand ich so. So, ich habe auch übrigens schon wohlgemerkt alle hier durchgelesen. Die sind auch wirklich kurz, wie gesagt, das sind auch nur Leseproben. Und wir machen die Kamera ein bisschen nach oben und... Warte mal, so, wir justieren das jetzt. Erstmal noch ganz schön. So, ihr kennt es ja, meine Unboxing, immer voll professionell. So, hier haben wir einen Manga. Mangas gab es ja auch hier und namens Überblatt. Ein, meines Erachtens, viel zu kurzes Heft hier von einem Manga. Hier irgendwas mit, dem Elfen und die irgendwie dann am gefangen genommen worden ist und dann voll blutig und brutal. Das Problem an dem wirklich, er war viel zu kurz und bevor ich irgendwie kapiert habe, um was das geht, da war schon wieder zu Ende. Muss ich sagen, nicht so gut gefallen, weil es halt wirklich viel zu kurz war. Also kurz ist natürlich hier das Stichwort, weil es sind ja wie gesagt kostenlose Heftchen, aber in dem hat man wirklich gar nichts mitbekommen. Es geht irgendwie so um Elfen und um heilige Krieger und so ein Schmarrn. Ah ja. Kostenlos. So, jetzt kommen wir schon zu was Spannenderem, und zwar einen Avengers-Comic. Avengers hier ganz groß mit dem zweiten Film, Access. Die Marvel und DC bemühen sich natürlich am meisten, hier hochwertige Heftlein rauszubringen. Und es geht hier eben irgendwie, die X-Men und die Avengers tun sich zusammen. Also ich hab natürlich sehr wenig Ahnung davon, deswegen ist es immer schwer für mich hier zu sagen. Der Dingster, der Professor, der Glatzkopf hier, Charles Xavier, der ist gestorben und der ultimative Feind, der jetzt Psychokontrolle hat, ist hier am Wüten. Ein ganz nettes Heftchen und ich muss auch sagen, sehr umfangreich. Neben der schönen hier Eindruck in den neuen Marvel X-Men Comic gab es auch hier eine Leseprobe zu einer kleinen Spider-Man-Geschichte, die hier dann eben mit dem, wie hieß er nochmal, Dr. Octopus hier zu tun hatte. Fand ich auch ganz nett, dass man das hier noch dazu gelegt hat. Also ein deutlich dickeres Heftchen als der Rest. Dann hier natürlich der Klassiker, The Simpsons für Umme. Muss ich sagen, die erste Geschichte hat mir sehr gut gefallen hier. Ralph lernt eine Lektion. Muss ich sagen, hier war sehr amüsant. Da geht es darum, dass der Ralph die ganze Zeit von Jimbo und Kearney abgezogen wird und am Ende schafft es dann, die hier zu verdonnern. Die zweite war ganz merkwürdig gezeichnet, fand ich irgendwie. Diese Mr. Teenie-Geschichten sind übrigens sehr gut. Sollte man sich auch mal durchlesen. Und die letzte war dann richtig blöde. Die letzte war auch echt hässlich irgendwie gezeichnet, aber naja. So, die erste war dafür sehr gut. Dann muss ich sagen, hier, also... Von denen, die hier da war, war es hier mein Zweitlieblingsheft, Die Schöne und das Biest, in einer von dem Comic-Verlag Splitter neuen Interpretation. Es geht um hier eine Frau, wer hätte es gedacht, die Schöne eben, die ja von einem Monster entführt wird. Ihr seht hier dieses riesige Dämonenschiff, seht ihr ja schon. Und das ist hier einfach so das unschuldige Mädchen. Oh, hier kommt die Badeszene. Ja, damit machen wir hier ein bisschen, oder? Warte. Okay, das ist nicht die Badeszene. Dann halt nicht. Aber zumindest die wird halt von dem Monster entführt. Oh, jetzt haben wir hier. Jetzt haben wir gleich 100.000 Aufrufe. Sieht euch Witcher Part Nummer 23 an. Meist aufgerufenes Video des Jahres bei mir. Naja.
Zumindest das dreht sich eben darum, dass hier so ein Prinz von einem Fluch eben zu einem Monster gemacht worden ist, weil er sich irgendwann mal eine Frau verliebt hat und die dann eben von so einem Visier verzaubert wurde. Ich muss sagen, hat mir gut gefallen. Ich finde sowas immer sehr cool, wenn man irgendwie so klassische Geschichten irgendwie komplett neu interpretiert. Ich meine, die Schöne und das Biest ist ja was, was jeder kennt. Und ich muss sagen, das hat man hier sehr, sehr cool irgendwie gemacht. Also ich hatte sehr viel Spaß, hier das zu lesen. Und vielleicht, wer weiß, werde ich mir das auch sogar mal holen, wenn es denn hier rauskommt. Hat auch einen sehr geilen Cliffhanger hier am Ende. So, hier. Im Guten wie im Bösen. Ohne zu viel zu sagen, um was es da geht. Und das kommt irgendwann mal raus. Also muss ich sagen, diese Neuinterpretation hier von Die Schöne und das Biest hat mir sehr gut gefallen hier. Sah auch, ich habe da, muss ich sagen, ja natürlich sehr wenig Ahnung davon, aber ich fand es auch, war sehr cool gezeichnet, war, es hat mir im Endeffekt sehr gut gefallen und wer weiß, wie gesagt, vielleicht werden wir uns das volle Heftchen mal holen. Hier ist dann nochmal dieses Batman-Comic, könnte man eigentlich schenken, kein Bock. So, das hier wieder eine Zusatzgabe von der Comic Company. Ein kleines perverses Heftchen irgendwie über einen Sexguru hier, der den beiden was bringt. Ganz lustig eigentlich, aber es ist wirklich sehr dünn und es sind wirklich auch nur 3-4 Seiten hier, also wirklich sehr, sehr wenig. Aber irgendwie amüsant. Brüste. So, hört sich gut an. Werbung für das Comic-Festival, was am 4. bis 7. Juni hingeht. Oh, ja. Das war ein Absturz. Sehr professionell wie eh und je. So, das Comic-Festival, Verzeihung, was hier dann am 4. bis 7. Juni stattfindet in München. Werde ich sogar hingehen. Boah. Das ist letztes Jahr noch nicht mal gewusst, was ein Comic ist und jetzt auf einmal geht er da schon hin. Aber ich kenne die sogar. Das ist der aus V von Vendetta. Ich kenne es ja eh noch alles aus dem Film. Das ist aus Watchmen, der. Oh, wie hieß er nochmal? Er war der coolste immer mit seiner Maske, aber ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Zumindest findet statt und 8 Euro kostet ein Ticket. Habe mir immer gedacht, gehen wir hin, 8 Euro. Pff, schauen wir mal. Und hier mein absolutes Highlight. Wirklich, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich am Manga, was erwartet man? Hammer Tora. Also sehr cool war das wirklich. Es geht um hier übrigens fantastisches Artwork, hat mir sehr gut gefallen. Das tun wir hier ein bisschen ohne, dass die Kamera abstützt. Zack, zu zeigen. Es geht eben um, es spielt eben in Japan, in, ich weiß gar nicht mal wo, Yokohama, glaube ich was. Und geht eben darum, ein Lama, das will dann Yokohama. Um diesen lieben netten Typen hier, wir haben ihn hier. Zack, er heißt Nice. Und Nice hat eine Spezialfähigkeit. Und zwar kann er, was kann er? Verdammt, das wurde gar nicht aufgeklärt. Das ist natürlich blöd. Aber zumindest, es dreht sich in dieser Welt darum, dass es Menschen gibt mit speziellen Fähigkeiten, sogenannte Minimums. Und diese eben dann so Supermenschen, Superfähigkeiten entwickeln können. Und ich muss sagen, im ersten, also das ist so ein ganz kurzer Ausschnitt, da geht es eben so um, dass irgendeine Frau bespannt wird. Da stellst du dir erstmal vor, nice, was ist denn das für ein Depp, irgend so ein Perversling, keine Ahnung. Und dann zeigt er einfach mal hier in der letzten Szene dann, was er drauf hat und macht den Spanner, der eben die Frau dann hier belästigt hat, ihr seht ihn hier mit der ekligen Zunge, macht ihn so cool fertig. Und dann einfach, warte, wo haben wir, hier haben wir die Szene, ist so cool, hier, zack, er ist irgendwie so ganz eklig und so, zack, zack, und dann kommt er, und er ist weg. So eine coole Szene. Also, ich muss sagen, ich habe mir dann auch gleich mal die erste Folge des Animes angeschaut. Hat mir leider nicht so gut gefallen, weil das einen anderen Einstieg hat. Aber ich muss sagen, hey Leute, fantastischer Einstieg hier für einen Manga hier. Hat mir so gut gefallen. Ich muss mir wirklich überlegen, hier den Manga zu kaufen. Ich schaue auch mal den Anime weiter, weil es mir wirklich sehr gut gefallen hat hier. Hammer Tora, nur zu empfehlen. Und jetzt haben wir... warte mal. So. Das war eher nichts für mich und das war das Einzige, was ich noch nicht gelesen habe. Donald Duck, ein Donald Duck Heft, den habe ich meiner Mutter gegeben. Die, sowas liest sogar die. Das kennt man ja. Ja, Donald Duck Geschichten halt hier. Lustige Taschenbücher, kennt ja jeder. Und ja, nur so. Das waren jetzt auch alle Schätze, die ich geschenkt bekommen habe. Eine Sache habe ich mir dann sogar gekauft, weil, wie gesagt, wenn man hier schon so viel geschenkt bekommt, da kann man auch was kaufen. Und wir zoomen jetzt hier ein bisschen raus, weil das schon ein wenig größer ist als der Rest hier. Und zwar Fables, Legenden im Exil. Also, ich habe ja von mir gesagt, ich lese keine Comics und das stimmt ja auch, aber zwei Sachen wollte ich schon immer lesen und das war Fables und The Darkness. Beides zu den Spielen, weil ich die großartig fand. The Wolf Among Us und halt das gleichnamige The Darkness. Und Fables, wie gesagt, ist die Ausgrundthematik von dem Spiel The Wolf Among Us, was eines meiner absoluten Lieblingsspiele ist so der letzten Jahre. Schaut euch mal hier, vielleicht verlinke ich die Beschreibung, wenn nicht, dann schaut auf dem Kanal nach. Wir haben ja einen Walkthrough dazu.
Und es dreht sich immer um eine Welt, wo Fabelgeschichten wahr sind und die im New York eben in der, im sogenannten Fable Town zusammenleben. Und das erste ist halt so eine Kriminalgeschichte, wo halt dann hier die Schwester eben von Snow White, Rose Red, getötet wird und, also getötet wurde, zumindest einen Mordfall hier gab. Sie hat sich ausgeschaltet, nicht so gut. Eben dann Bigby, also The Wolf, der Hauptcharakter hier, den wir auch hier sehen, der, genau der hier, der so schön raucht, das ist hier Snow White. Und da, der Wolf in seiner bösen Form. Oh, das war meine Lieblingsszene, muss ich echt hier sagen. So, da sehen wir Bigby, hier sehen wir übrigens das Massaker, zack, 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 und dann hörst du, oh, Bigby, und dann verwandelt er sich in den Wolf. So eine geile Szene. Leider war die Auflösung nicht so gut und fand ich aber auch sehr gut, wie das dann dargestellt worden ist am Ende. Und mich hat das wirklich sehr heiß gemacht hier. Also, The Wolf Among Us, wie gesagt, wollte ich schon sehr lange mal lesen. Ich habe jetzt gestern hier das durchgelesen und das hat mich wirklich begeistert hier. Vom Stil hier, von der Geschichte besonders halt, weil ich halt nach The Wolf Among Us, als ich das Spiel durch hatte, einfach mehr haben wollte mit Bigby Wolf, weil er so ein großartiger Charakter war. Und ich hoffe, in den kommenden Reihen wird es auch hier weiter gestrickt. Ich habe ja schon Band Nummer 2 und wahrscheinlich Band Nummer 3 werde ich mir auch kaufen, bestellt. Und wirklich hat mir so gut gefallen, wie gesagt. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es mich so umhaut. Also ein großartiges Werk hier. Das ist auch so der Grund, warum ich zumindest kurz mal vorbeischauen will an diesem schönen Comic Festival. Da hier der Zeichner der Fable Comics, nicht der Bill Willingham, aber der von ab Band Nummer 2 gezeichnet hat. Deswegen muss ich mir Band Nummer 2 noch kaufen. Da ist. Kann ein Autogramm abschneiden. Ein Autogramm ist immer toll. So. Da würde ich sagen, oh, jetzt werden wir nochmal einen Einblick haben. Apropos Autogramm, ich zeige euch mal meine Autogrammwand. Da ist sie. Jefferson Farr, Lukovic, hier, Dings da, Wichniarek, Mike Franz, MVP der Wrestler, oh, Jürgen Klopp, darf ich als Bayer ja gar nicht zeigen, so, apropos Autogramme hier, und wie gesagt, also, der kann dann schön auch hier an die Wand, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen, ich fand, es war ein schöner Comic Day. Vielleicht werde ich auch die Schätze vom letzten Jahr mal zeigen. Da habe ich nicht alle durchgelesen. Müsste ich jetzt aber auch mal machen, weil da war auch zum Beispiel das Tokyo Ghoul dabei, was ja auch ein Manga ist und noch ein bisschen anderes Zeug. Da habe ich ja nur, glaube ich, einen Simpson-Comic gelesen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Natürlich mein Highlight, Fables, klar, habe ich mir aber auch gekauft hier für 15 Euro. Zack. Aber mein anderes Highlight war definitiv hier Hamatora, sowie Wohammers. Yep. Die Schöne und das Biest. Das waren hier wirklich meine beiden Highlights hier von den kostenlosen Proben. Haben mir sehr gut gefallen. So, wart ihr beim Karates Comic Day? Habt ihr euch auch was Kostenloses abgeschaut? Lest ihr überhaupt Comics? Also wie gesagt, außer die und diese kostenlosen Proben, die ich letztes Jahr bekommen habe, habe ich ja noch nie was gelesen in die Richtung. Aber wie gesagt, das hat mir so gut gefallen, da müsste man direkt mal weiterlesen. Und sagen wir einfach mal so, Mangas zählen jetzt nicht als Comics, sagen wir jetzt einfach mal. Dann, okay, dann hätte ich auch schon welche davor gelesen. Aber wenn man davon jetzt mal nicht ausgeht, habt ihr sowas eher klassisch Comic-artiges schon mal gelesen? Würde mich interessieren. Zumindest, ich war's euer MC Muffix. Das war der Comic Day 2015. 2016 geht's dann wieder los. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.